Ein altehrwürdiger Sakralbau und junge Menschen, kann das gut gehen? Es kann, das zeigt dein Blick in die Gesichter. Die Fantasie der Jungen und Mädchen gerät in Bewegung, weil sie an Orte kommen, an die sie sonst nicht hinkommen und sie die lange Geschichte des Erzbistums, wie hier das einzige Papstgrab nördlich der Alpen, buchstäblich anfassen können. Und auch, weil der prominente Domführer alles andere als Besitzerstolz an den Tag legt. Das bewegt mich eher so, den Kindern das weiterzugeben, was mir selbst wertvoll ist. Und das sind ja die nächsten Generationen, die dann auch die Werte, die wir haben, die Schätze auf Erden, die auch Schätze, die zum Himmel weisend sind, dass sie die auch wertschätzen. Und das möchte ich ihnen so rüberbringen. Kirche zum Anfassen. Kinder haben damit offenbar kein Problem. Erwachsene, das kann man auch bei den Eltern und Großeltern der Kinder beobachten, würden den Sarkophag von Papst Clemens II. Wohl nicht auf diese Weise begreifen. Aber für die jungen Besucherinnen und Besucher ist der Dom eben nicht nur ein kulturelles Highlight oder ein ehrfurchtgebietendes sakrales Bauwerk, sondern ein Erfahrungsraum, den sie mit Offenheit und Neugier untersuchen. Was uns Erwachsenen ja oft verloren gegangen ist, da ist so gleich die ganze Ratio, alles was wir wissen, alle Argumente pro und contra, kommen dann so alles. Die Kinder, die lassen sich einfach drauf ein, betrachten, und das ist eigentlich etwas, was uns Erwachsenen gut tun würde, wenn wir wieder so mit den Dingen auch umgehen könnten. Der Dom ist mit allen Sinnen erfahrbar. Das macht ihn so interessant. Er bewahrt viele Zeugnisse der Bamberger Bistumsgeschichte auf, die vor über 1000 Jahren begonnen hat. Zum Beispiel die Schädel der Bistumsgründer Heinrich und Kunigunde. Oder diese Krypta unter dem Westchor des Doms mit den ältesten Fundamentspuren, auch sie über 1000 Jahre alt. In diese Nische im Ostchor wurde bei drohender Gefahr das Haupt der Bistumsgründerin Kunigunde hineingestellt, um die Stadt zu beschützen. Das reich geschmückte Grab von Heinrich und Kunigunde erzählt Schlüsselepisoden aus dem Leben dieser beiden Bistumsheiligen. Und dann ist da noch die Architektur des Doms, die den Blick nach oben lenkt. Eine Menge anregender Stoff für kindliche Neugier. Man muss sich nur darauf einstellen. Es ist ja auch wichtig, dass man mit den Kindern unkompliziert umgeht. Ich komme aus einer großen Familie, große Verwandtschaft, habe wieder viele Nichten und Neffen. Und man muss einfach zu den Kindern eine ganz natürliche Nähe haben. Dann sind die auch mit dabei, und dann ist das auch ganz unkompliziert, dass sie sich darauf einlassen. Und sie nehmen hoffentlich auch die Erfahrung mit, dass der Dom ein Haus voll frommer Schätze ist, in dem sie willkommen sind.